Schon wieder dieser Hildebrand. Weil es Menschen gibt, die sind Masochisten. Donnerstag. Und die wollen beschimpft werden. Kennst du den Onkel Sigi? Ein Hildebrand. Und die sitzen dann vor ihren Endgeräten, haben dann einen Abschaltknopf und einen Switcher, aber sie switchen nicht. Den Hildebrand bringen es immer wieder im Fernsehen. Weil sie sich ärgern wollen. Den Hildebrand bringen sie immer wieder. Und das nicht ohne Grund. Außerdem hat er immer noch 180 Live-Auftritte pro Jahr. Wer ihn zu Hause antreffen will, braucht Glück und Geduld. Ich habe abends frei, stell dir vor. Ich habe keine Vorstellung morgen. Das heißt, wir können eigentlich den ganzen Abend verquatschen. Gut, Georg, ciao du. Ciao. Schramm, Schramm, Georg, Schramm. Willst du deinen Kaffee? Nein, danke. Nicht? Ich will einen. Du, der Zeppo ist, der hat die Ruhe des Alters. Ja. Hier sage ich immer, was will der fremde Mann in meiner Küche? Ja, siehst du, das geht eben nicht. Ja, da hast du was verkehrt rum. Nee, das hast du eben nicht. Ach, Gott. Ja, du warst das, ja. Prost. Also da, wo sie ist, ist halt zu Hause. Und ich komme immer wieder dahin, das ist meine Station. Hab ich Glück. Und ja, ich erinnere ja, mich immer wieder an dich, ja. Dass du immer wieder herkommst. Ich meine, du könntest ja irgendwo bleiben. Also. Es ist wie mit der Heimat. Ne? Also, die Heimat ist dort, wo Freunde sind. Wenn ich nach in meine Heimatstadt fahren würde und ich möchte meine Heimatstadt in Schlesien wieder haben, wäre das viel großer Blödsinn, weil da sind lauter fremde Menschen inzwischen, mit denen habe ich nichts zu tun. Also, der Revanchismus scheitert eigentlich daran. Und Heimat ist immer dort, wo man auch zu Hause ist und nicht vertrieben wird. Aber wenn ich nicht vertrieben werden will, will ich andere auch nicht vertreiben. Ich vertreibe dich nicht. Nein, du vertreibst dich eben nicht. Deswegen komme ich ja. Das treibt mich zu dir, sagen wir mal so. Seit den 60er Jahren steht Dieter Hildebrand auf der Bühne. Begonnen hat er als Platzanweiser in Münchens kleiner Freiheit, aber bald schon machte er sich einen Namen und prägte fortan eine ganze Kabarettistengeneration. Und er arbeitete mit bedeutenden Kollegen zusammen wie Gerhard Polt oder mit Musikern wie Konstantin Wecker. Ich glaube, das ist auch wirklich das Besondere an ihm, dass man, vielleicht ist er auch nicht mehr Kabarettist, vielleicht ist er Autor, mehr Autor als Kabarettist und vielleicht war er auch immer schon Comedian. Ja, also diese ganzen Bezeichnungen gelten eigentlich für ihn nicht. Er ist immer Dieter Hildebrand. Was willst du mal werden, wurde ein Junge gefragt, hat er gesagt, wie aus der Pistole geschossen, Hassprediger. Ja, das hat Zukunft, ja, natürlich. Mein Enkelsohn war etwas anspruchsvoller, der hat gesagt, er will Wirtschaftsweiser werden. Da hat er recht, das hat Konjunktur. Die vermehren sich wie die Erbengemeinschaften. Und gefährlich. Dieter ist ein großartiger Erzähler. Ein wirklich ein toller Erzähler. Der Dieter, der hat der kann Dinge wunderbar so blitzen lassen, so blinken lassen. Es gibt dann auch so eine Gruppe von Menschen, die absolut befreundet sind und da kommt niemand dazwischen. Nee. Und das ist eine feste Gruppe und die ist gar nicht mal so klein. Das ist in diesem Beruf, den ich da mache, ausübe, ist besonders positiv. Also, weil die sind meistens sehr gescheite Menschen und die schaffen das auch, gelegentlichen Unmut beiseite zu schaffen in ihrem Kopf und zu sagen, mein Gott, das ist aus diesem und diesem Grunde und das muss man verstehen und so. Und dann verstehen sie es auch. Dieter Hildebrand, der Kabarettist, Schauspieler und Buchautor. Seit Jahrzehnten einer der einflussreichsten deutschen Satiriker. Das Leben mit der Öffentlichkeit ist, im wahrsten Sinne des Wortes, sein tägliches Brot.
Gibt es einen Unterschied zwischen dem Bühnen- und dem Privatmenschen? Er ist auf der Bühne ein sehr, sehr temperamentvoller, witziger, privat auch, Dieter. Jetzt kommt das Gegenteil. Nein, aber ich meine, so 2 bis 2,5 Stunden abends ein Programm zu spielen, erfordert ja doch eine Menge Kraft, auch von einem jüngeren Menschen, das ist ja ganz klar. Und wenn er dann zu Hause ist, dann fällt so das eine oder andere dann doch mal raus. Und dann streiten wir uns manchmal, weil ich gesagt habe, du hast nicht, nein, ich habe nicht, doch, du hast, ich habe es dir gesagt, nein, du hast mir nicht gesagt. Das sind so kleine Reibereien, aber die sind normal. Nee, eigentlich ist das... Ich bin hier zu Hause und störe nicht. Ja, so. Dankeschön, das war's, ja. Könnte man... Ich habe das Telefon. Hildebrand? Aha. Ja. Können Sie nachmittags nochmal anrufen? Oder morgen vormittags besser? Ja? Danke. Tschüss. Bist du schon wieder mit irgendwelchen Frauen verabredet? Was hat sie denn gewollt? Was wollte sie das denn? Das war das Telefon, siehst du? Also, ich habe schon gemerkt, ich habe noch 5 solche Kisten hier. Das ist, wir haben kein Album, ne? Also wir kleben nicht. Das bin ich. Ich hätte mich nie in dich verliebt. So. Hättest du nie gedacht, ne? Nee. In den schon eher? Ja, natürlich. Aha. Der Junge. Du warst ganz schön frech, es war schon toll. Und was ist mit dem? Das bin ich als wilder Tänzer. Ja, der Dieter kann, das ist Irene, seine erste Frau. Der Dieter kann wunderbar Walzer tanzen, und zwar linksrum. Ich auch. Ja. Du kannst wunderbar tanzen. Ja. Das ist ein Foto von jüngst. Von jüngst? Ja. So rot. Ja, das ist ja, das weißt du nicht. Ist ja in Ordnung. Da bin ich immer voller Spannung vorbeigelaufen, weil meine Geliebte dort drin im Lyzeum war. Das ist das Lyzeum von Bunzlau. Noch eine andere Frau. Ich wusste es ja, doch. Ja, das war meine erste. Mit der hatte ich aber nichts. Schon früh entdeckte Dieter Hildebrand sein komödiantisches Talent. Schon früh entwickelte er den Ehrgeiz, irgendwann mal zum Theater zu gelangen. Seine Jugend verbrachte er auf dem elterlichen Bauernhof in Niederschlesien. Ich bin ein Ossi. Eigentlich bin ich ein Ossi, weil ein Ossi ist ja der, der im Osten ist. Und ich war viel mehr im Osten als du zum Beispiel. Du warst in Berlin. Schlesien ist weiter im Osten. Musste erst von Friedrich dem Großen erobert werden. Und ich bin deswegen eigentlich Berlin sehr angepasst. Ich bin eigentlich gern und richtig Berliner. Ja, aber im entscheidenden Moment hast du gesagt, nein, wir bleiben hier. Aber dann habe ich München kennengelernt, weil ich bin über die Oberpfalz, das ist ja erschwerend, über die Oberpfalz nach München gestoßen. Ich habe in der Oberpfalz angefangen, bayerisch zu hören, was man eigentlich nicht bayerisch nennen kann. Das ist eine andere, sind Urlaute. Das sind Urlaute von Grenzverteidigern. Ja. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Bin ich von Weiden, Windisch-Eschenbach war das, der beschauliche Ort, bin ich nach München gekommen. Das war für mich dann die Großstadt. Das ist ja klar. Es war sie noch kaputt. Es war kaum mehr ein ganzes Haus in der Innenstadt. Aber ich habe nur den Aufbau von München miterlebt. Und Schwabing. Nach Schwabing bin ich gekommen, gleich als Student. Und habt eigentlich diese Stadt lieben gelernt. Sein Haus im Münchner Vorort Waldperlach, einige wenige Nachbarn und Freunde. Es ist nicht viel, was Dieter Hildebrand als Rückzugsort zwischen seinen vielen Auftritten braucht. Im Grunde genommen ist Öffentlichkeit für mich überhaupt nicht gut, weil ich bin eigentlich ein schüchterner Mensch. Es ist eine reine Notwehr, die ich hier betreibe. Eigentlich möchte ich von der Öffentlichkeit gar nichts wissen. Und zum Beispiel mich vor eine Kamera hinzustellen und zu sagen, wie es mir geht, ist mir eigentlich zuwider. Aber es hat mit meinem Beruf auch was zu tun. Ich muss so wie jemand, der Fernsehen herstellt, ja, angewiesen ist auf mich, bin ich angewiesen auf dich. Das ist schon logisch. Das ist ein Geben und Nehmen. Ja, grüß dich. Ja, ist ja in Ordnung. Gut. Okay, wenn er jetzt nicht zu Hause ist, haben wir Pech gehabt. Hanitsch Atelier.
Jetzt wird er gleich hier gucken, wer da ist. Nee, ist gar nicht da. Da ist er ja. Da, guck mal. Ich wollte sagen, wir geben nichts. Wir haben schon gespendet. Grüß dich. Servus. Grüß dich. Grüß dich. Schön, dass du mich besuchst. Komm. Ja, klar. Das ist eine uralte Geschichte. Das war so eine Serie Seltene Vögel. Das war für die Quick damals. Ja, ja. Kohlmeise hieß das. Kohlmeise. Strauß. Der Blumenstrauß, genau. Jetzt bin ich gespannt, wer jetzt kommt. Ich glaube, jetzt kommt nichts mehr, oder? Doch, doch, da ist kommt noch einer drunter, ja. Aha. Ah, ja! Der Wendehals. Der genau. Wendehals. Ein Kabarettist kann viele Worte machen. Der kann fast stundenlang reden, auch über ein Thema. Und kann das den Leuten erklären, hin und her und oben und unten und links und rechts. Und warum von was nicht? Für einen Kabarettisten redest du? Weil wenn der einer stundenlang über einen Mann redet, dann ist es kein guter. Nein, jedenfalls. Über einen Mann nicht, aber über ein Thema. Der muss mit einem Strich, du machst mit einem Strich. Ja. Und ein guter Kabarettist erwischt ihn mit drei Sätzen. Aha. Das ist bei uns so was wie ein Strich. Ja, ein Kopf, aber ein Thema, wie den Euro beispielsweise. Da muss ich wirklich in drei Strichen ausdrücken, worum es geht. Oder ja, da, was ich meine. Kannst du viel kannst gemeiner eine sein. Viertelstunde. Du kannst viel gemeiner sein. Du kannst sagen, du kannst einfach zeichnen und sagst mit anderen Worten, diese Kanzlerin ist viel zu dick geworden. Das kann ich nicht sagen. Das ist uncharmant. Das ist uncharmant. Was zeichnet für Sie persönlich den Dieter Hildebrandt aus? Was ist für Sie das Besondere an ihm? Sag jetzt nicht die Wahrheit. Also, es zeichnet ihn aus für mich, dass er der Beste ist. Ohoho. Immer schon gewesen und immer noch. Das kann ich gar nicht annehmen. Das ja, das ist aber annehmen. So. Ja, klar. Also, ich rufe jetzt den Georg Schramm an, ich sage ihm das. Du, ja, der also, Schramm ist auch gut, aber du bist besser. Okay. Ja, ist glaub's kein, halt. Ist kein Problem. Glaub's halt, es ist so. Und vor allen Dingen über Jahrzehnte hinweg. Es gibt ja die Leute, die manchmal so ein bisschen aufsteigen und dann wieder vielleicht nicht mehr so hoch sind und nicht mehr so gut sind. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich den Menschen hier seit 1961, rechnen wir mal nicht nach, kenne, und auch damals war er schon der Beste. Und das ist 59 was. Ach so, ja. Na gut, Mathe war immer schon schlecht. Also, das ist stimmt. Und ich meine, das, was mich besonders fasziniert, ist nicht, dass man sagt, er ist der Beste. Was ich wunderbar finde, dass er seinen Ärger konserviert und dass er nicht altersmilde wird und nicht sagt, ja gut, ich habe schon alles erlebt und es ist ja alles nicht so schlimm, beziehungsweise es ändert sich eh nichts, je mehr ich mache, bringt gar nichts. Er wird immer böser und das finde ich toll. Naja. Und vor allen Dingen, was mich besonders immer freut, wenn man von dir sagt, du bist ein Urgestein. Den Begriff liebe ich. Ich auch, weil ich weiß, wie Urgestein aussieht. Ja, ich. Bäh. Ekelhaft. Ja, er hat ihn einfach drauf. Der Karikaturist und der Kabarettist. Jeder auf seine Weise ein Weltverbesserer. Jeder auf seine Weise ein moderner Till Eulenspiegel. Na gut, so ungefähr geht schon, oder? Das würde ich sagen. Signieren wir noch. Bon, da mache ich den Stempel drauf. Okay. Ah, das habe ich vergessen. Wir spielen immer Tennis. Was hast du vergessen? Wir sind doch Tennispartner, alte Tennispartner. Ja, klar, Mensch. Wir waren berüchtigt, wenn wir gespielt haben, dass wir uns gestritten haben, ob der Ball drin war oder nicht. Aber umgekehrt. Stimmt. Er hat immer behauptet, ich habe gesagt, mein Ball wäre aus. Er hat gesagt, nein, da war drin. Und ich sage, Hannes, lüge nicht, der Ball ist einwandfrei außen gewesen. Nein, er sagt, das ist innen drin. Und die haben immer geguckt und haben gesagt, was machen die da? Das ist ja völlig. Die wollten einfach spielen und nicht gewinnen. Ja, also, richtig. Wollten schon gewinnen, aber nicht so. Vor allen Dingen, also wir haben meistens immer in den Pausen mit einem riesengroßen Maßkrug gespielt. Standen immer an der Seite, wir haben immer zwischendurch wieder getrunken. Und eines Tages kam Udo Lattek, das musst du erzählen. Na, wir hatten in Neukäferloh, hatten wir eine Halle gemietet am Mittags. Ja. Und zwar war die extrem weit entfernt von der Kantine. Von der Kantine, wo man das Bier gekauft hat. Ja, ja. Und
wer verloren hatte, musste in der Satzpause musste das Bier holen. Ja. Und Udo und mit dem seinem Partner, wer das war, die haben ausnahmsweise verloren. Gegen uns natürlich waren wir so gut. Und ging Bier holen und kam lange nicht wieder und kam dann mit zwei Maß daher, machte die Tür auf und sagte, jetzt weiß ich endlich, was eine Durststrecke ist. Was machen Sie jetzt noch für einen Sport? Nichts mehr. Geht nichts mehr, oder? Hunde ausführen. Mhm. Hunde ausführen. Aber nicht joggen. Ich mag diese Menschen, die an mir vorbei hassten, nicht. Weil es nimmt dem Menschen so ein bisschen einen Teil der Würde, glaube ich, wenn der so viel zu alt ist dafür. Ich habe immer so Mitleid, die sehen immer so, als wenn sie gleich sterben. Wenn sie da so... Was macht man nicht mehr, wenn man älter ist? Ich weiß nicht. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie das bei Ihnen weitergeht? Ich meine, Sie sind jetzt noch total fit, obwohl Sie 78 Jahre alt sind und treten immer zu auf. Aber Gott, das muss ja nicht notwendigerweise so bleiben. Nö, eigentlich nicht, weil ich habe immer gesagt, ich mache so lange, solange ich noch auf die Bühne raufkomme, nicht? Und wenn die Bühnen höher werden, und gestern war es schon mal eine sehr hohe, und die hatten keine Treppe hingestellt, da war ich dann schon etwas, da habe ich mal gedacht, na, ist es soweit? Aber die Idealvorstellung so von Gauklern, wie wir das sind, ist ja immer auf der Bühne, Vorhang fallen und dann weg. Trifft einen der Schlag. Ja, aber der Schlag muss dann voll treffen. Trotz scharfer Zunge und spitzer Feder ist Dieter Hildebrandt immer ein Philanthrop geblieben. Mehr als politische Theorien interessieren ihn die Marotten und Widersprüchlichkeiten seiner Mitmenschen. Also ich bin gewohnt, die Leute anzuschauen und zu hören, was sie sagen. Aber deswegen bin ich das geworden, was ich bin, und nicht umgekehrt. Der Dieter ist einfach ein Mensch mit der Haltung. Kennengelernt habe ich ihn, da sollten wir einen gemeinsamen Auftritt machen im Hofbräuhaus im Saal. Und dann hat der Dieter gesagt, er würde sich mit mir gern treffen vorher. Und dann haben wir uns getroffen in der Kaulbach-Klause, das ist in der Nähe von der Uni gewesen, so ein Lokal. Und da habe ich ihn das erste Mal so richtig, wirklich schätzen gelernt, also aus der persönlichen Sicht. Und zwar bin ich dort schon drin gesessen, da ist der Dieter reingekommen. Und da waren lauter so Studenten drin gesessen mit Schlüsselbünden, so schlagende Verbindungen und mit Schmissen im Gesicht. Und dann ist der Dieter halt zu mir hergekommen und hat gesagt, wow, das sind ja lauter schlagende Verbindungen, Studenten herin. Und so, und dann hat er sich herguckt, dann haben wir zum Reno gefangen. Und dann ist schließlich einer gekommen, so ein vierschrötiger Typ, und hat sich aufgebaut an unserem Tisch mit Schlüsselbund. Und hat gesagt, naja, Herr Hildebrandt, haben Sie was gegen schlagende Verbindungen? Und dann hat der Dieter gesagt, ja und ob, natürlich. Na ja, ja und warum? Ja, wie ist es zum Beispiel mit Juden? Juden dürfen keine Mitglieder sein. Und wenn sowas, wenn eine Organisation sowas sagt, dann kann ich diese Organisation, dann ist die für mich erledigt. In einer Zeit, in der es noch nicht 200 andere Kanäle gab und die Menschen angewiesen waren darauf, den erste Programm zu sehen, das war ja merkwürdige Zeiten. Ne? Das heißt, eigentlich war das Hausfriedensbruch, wenn wir da. Die hatten ja damals auch noch nicht die Fernbedienung. Die mussten ja aufstehen, wenn sie es mich ausschalteten. Also haben sie sich, weil sie bequem waren, wahrscheinlich das angehört. Dann waren sie böse und dann haben sie Briefe geschrieben. Und in diesen Briefen war dann schon also die Androhung, Prügelstrafe, Todesdrohung, dich bringen wir um, oder du alte Sau, du linker Hund, du... Das alles, aber das kann man ja nicht ernst nehmen. Das ist natürlich, sind auch feige Leute, die würden sich sogar erschrecken, wenn man ihnen nachforschte, wer sie sind. Oder das ist doch nicht so schlimm. Das kriegt man schon geregelt für sich. Ja, Hildemann? Dieter Hildebrandt schottet sich nicht ab. So mancher Anrufer ist überrascht, ihn schon beim ersten Versuch am Telefon zu haben. Ja, im Moment ja. Weil wir haben ja gerade. Werden Sie morgen noch mal anrufen? Danke auch, tschüss.
Das sind so Anrufe von Menschen, die, denen man Briefe schreibt und die machen dann daraus einen direkten Personenverkehr. Da kann man gar nichts machen, aber dafür macht man das. Sind so Dinge belastend für Sie oder sind Sie noch freudig? Es ist so, ich meine, ich könnte mir vorstellen, so, wenn man so auf dem Lande so ein protestantischer Pfarrer ist, ja. Und dann kommen die Leute und sagen, meine Tante, der geht so schlecht und so. Und dann so, ja, und dann ist man da und nimmt Anteil oder so. Und das muss ich eben auch machen. Und das ist ja klar, ist auch in Ordnung, weil wer in die Öffentlichkeit geht, muss sie auch ertragen. Weil sonst, es gibt ja ein sogenanntes Feedback. Das ist nicht immer angenehm. Es gibt auch Leute, die anrufen, um mir zu sagen, was ich für ein Blödmann bin. Manchmal haben sie sogar recht. Man sagt manchmal so ein paar Sachen und möchte man gern zurückholen. Aber es ist, kommt einfach so. Ne? Ja, Herr Zahn. Hallo, Herr Hildebrand, grüß Sie Gott. Ich brauche, Sie wissen ja, die süßen Äpfel. Äpfel wie immer, genau. Die Äpfel wie immer. Seit über 60 Jahren lebt Dieter Hildebrand nun in München. Unerkannt kann er kaum irgendwo hingehen. Zur viel zitierten Münchner Schickimicki-Gesellschaft will er dennoch nicht gehören. Auf Empfängen und lauten Festen wird man ihn vergebens suchen. Sein Alltagsleben ist ihm wichtiger, wie etwa der tägliche Gang ins Obstgeschäft. Der wächst nochmal. Ein Apfelbaum, wächst mir ein Apfelbaum. Jetzt haben wir es auf jeden Fall richtigen Leben, haben wir es jetzt. So, wie Martin Luther es schon gesagt hat. So, die vier und Bananen. Bananen. Bin gleich fertig, komm gleich dran. Das wär's dann, oder? Das wär's dann, ja. 13, 14, was ist das? 13, 14? Ja. Wieso, wo kommt die 14 her? Ja, die 14, die haben wir so gemacht. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dasselbe für Sie, schönen Tag noch. Wir sehen uns bald wieder. Okay, ich hoffe doch. Sie wissen, ich bin ein Apfelfresser geworden. Tschüss. Wiederschauen. Ciao. Danke. Was macht man auch mit der alarmierenden Mitteilung, dass die Amerikaner ein A weniger haben? Das ist ja gut, okay, die haben ein A weniger. Ja, sagen die Weißen, das ist so, dass die Amerikaner ja immer drei A's haben. Einer sagt, die haben drei A's gehabt, aha. Und wieso haben sie jetzt bloß zwei? Ja, und die Deutschen haben auch bloß zwei. Die Deutschen haben auch bloß zwei, aber die haben ein A. Ein A war, haben sie ein A plus gehabt und das ist jetzt weg. Jetzt haben sie nur noch ein A, nicht A. Und wo ist das hin? Ja, sagen die Ratings, sagen die Weißen, die Ratings sind das, die Schätze, die schätzen und vor denen muss man sich schützen, weil die einfach sagen, Deutschland kränkelt, wuff, ist das A weg und schon gibt es einen Rutsch bei der Börse, abwärts, VW sagt komischerweise, bei uns geht's aufwärts, man versteht's nicht. DAX ist im Keller, Dow ist im Arsch, der Dow säuft ab, was macht der Dix? Der Dix gibt's auch, ach so, der Otto Dix, nein, Herr Nerv, das ist was anderes. Der Dax und der Dow und der Daus und die kennen den Dix natürlich überhaupt nicht, aber der M-Dax und der T-Dax und der S-Dax und der Nasdax, die kollabieren, aber auch Frechdachs und Wechdachs, das ist der Dachs, wo alles weg ist, ist, alles ist im Eimer. Und der Eimer, der gehört der Deutschen Bank. Das ist ja alles in Ordnung. In allem, was wir tun, ist ja die Politik enthalten. Das heißt ja Res Publica, die öffentliche Sache. Die öffentliche Sache, ohne daran zu erinnern, dass sie gut oder schlecht läuft, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auch wenn der Mensch sich bemüht, unpolitisch zu sein und behauptet, er mache unpolitisches Kabarett, er wird es nicht zugeben wollen, dass es aber falsch ist. Er macht es. Beispielsweise wird man immer dem Gerhard Polt wird nachgesagt, er wäre ein Komiker. Das bedeutet, er mache unpolitisches Kabarett, er mache Scherze oder Witze. Das ist Unsinn. Er macht das politischste Kabarett, das es überhaupt gab. Loriot hat nie unpolitisches Kabarett gemacht. Das war immer Politik. Das Verhalten eines Menschen in Auswirkung auf andere Menschen ist Politik. Politik, sagt man mal, das ist ein Misthaufen. Ne? Wer befindet sich mittendrin? Der Mistkäfer. Und wenn der Dieter Hildebrand über diese Mistkäfer redet und diesen Mist, wie sie da in diesem Mist sich suhlen, dann sieht man, wie diese Mistkäfer blinken und leuchten. Und so schöne Käfer kann kaum jemand erzählen wie der Dieter Hildebrand.
Gibt es im Kabarett auch mal den Irrtum, auch bei Ihnen, dass Sie sagen, da haben Sie einen Politiker oder einen Sachverhalt massiv aufs Korn genommen und später haben Sie festgestellt, na, da habe ich mich doch getäuscht? Ja, das gibt es, wenn man beispielsweise falsch informiert wurde oder quasi desinformiert wird. Ich bin ja auch abhängig von Informationsquellen. Und dann stellt sich manchmal heraus, diese Quelle ist vergiftet. Das ist eine falsche Information. Auch ist der Mensch praktisch von der falschen Seite angegriffen worden. Es stimmt nicht. Und das ist natürlich, das sind die großen Niederlagen, die man dann hat. Die muss man einstecken. Das ist ohne. Wie sind Sie da? Ohne Risiko ist nichts. Gibt es ein konkretes Beispiel bei Ihnen? Bei Ludwig Erhard zum Beispiel. Wir haben immer auf dem alten Ludwig Erhard herum gehackt, bis wir dann festgestellt haben, dass er eigentlich die Politik damals schon gemacht hat, die wir jetzt machen sollten. Und deswegen war das ungerecht, was wir veranstaltet haben damals. Es ging auch sehr, sehr auf das Äußerliche. Der Mann, der Dicke mit der Gemütliche, mit der Zigarre, der natürlich aber von Adenauer misshandelt wurde. Und wir haben das mitgemacht. Und da hatte ich mir schon manchmal große Vorwürfe gemacht. Das war falsch. Herr Hildebrand, Sie sind ja mehr als nur ein Kabarettist. Sie sind ja sowas wie eine moralische Instanz. Deshalb die Frage, ist die Friedenstaube gegessen? Ist Pazifismus eine pubertäre Geisteshaltung? Wer hat Ihnen gesagt, dass ich eine moralische Instanz bin? Doch, das hört man immer wieder. Ja, das muss ja nicht richtig sein. Aber man muss doch Moralist sein, um Kabarettist zu sein. Ich bin in der Lage, umzudenken. Selbstverständlich. Also wenn ich bis jetzt Pazifist war und ich gesagt habe, nein, ich nehme keine Waffe mehr in die Hand, um sie auf jemanden zu richten, dann nehme ich jetzt zur Kenntnis, der Pazifismus ist out, weil wir uns wehren müssen. Ich weiß aber noch nicht gegen wen. Man müsste mir jetzt genau sagen, was der Max Biller, der hat, also er ist ungefähr 37, 38 Jahre alt, ein Schriftsteller, hat gesagt, die Demokraten sollten endlich mal zur Kenntnis nehmen, dass man die Demokratie auch verteidigen muss. Ich würde sagen, dieser Rotzlöffel, der hat überhaupt keine Ahnung, wovon redet er überhaupt. Natürlich verteidigen wir Demokratie. Und zwar, ich habe zu Hause alles voller Waffen, Knüppel und Bilder von Politikern und so. Ich zeige sie einfach und das sind alles Waffen. Ich meine Klappe, wenn ich sie aufmache, alles Waffen. Ich bin immer schon bewaffnet gewesen. Ich war nie ein Pazifist. Ich denke, sein Zorn ist so authentisch. Und das, was man gerade in letzter Zeit so sucht, und ich glaube, deswegen ist er auch immer noch so bedeutend, ist eine moralische Leitschnur. Also die es ja eigentlich sein sollten, ob es von Kirche oder Bundespräsident oder wer immer, da ist die Begeisterung vielleicht doch nicht so groß. Und dann freut man sich über jemanden wie Dieter Hildebrand, wo man das Gefühl hat, da, wo der noch Gefühle aufbringt und sagt, das ist unredlich, das ist unmoralisch und klein. Das ist fast so wie eine Lebenshilfe, wo man sagt, ja, da hat er recht, natürlich. Aber ich konnte es nicht so packen. Und das kann er einfach unglaublich gut. Also das ist weit mehr als nur Wortspiele kann er auch gut. Und hat sich tolle Szenen einfallen lassen und viele schöne politische Gedanken gedacht. Aber ich denke, genau diese Fähigkeit, einem selber zu sagen, was man eigentlich empfinden müsste gegenüber einer unübersichtlichen politischen Landschaft. Das ist so hilfreich und wichtig. Ich weiß ganz genau, es ist mal auf mich geschossen worden. Mehrere Male. Und ich war damals schon beleidigt. Und ich habe mir damals schon geschworen, ich werde mich nicht revanchieren. Ich werde einfach nicht auf jemanden zielen. Und nicht, hat man mir als Kind schon gesagt. Ziele nicht. Und wenn es eine Wasserpistole ist, auf Menschen. Und da scheint das Samenkorn des Pazifismus in mich gelegt worden sein. Da war ich noch bei der Hitlerjugend, da war das ja eigentlich gar nicht gefragt. Also diese Fähigkeit, sich als moralische Instanz quasi zu fungieren, ist gleichzeitig auch ein Problem. Aber ich glaube, es ist kein Problem für Dieter Hildebrand. Ich denke nur, dass spätere Kabarettisten meiner Generation diese Pose nicht mehr einnehmen können. Ich kann schwer sagen, wieso, aber kaum noch jemand kann sich so ein Standing erwerben, zu sagen, dass er letztlich so implizit sagt, ich weiß, was richtig wäre. Und da weiß ich kaum noch jemanden aus meiner Generation, dem ich das abkaufen würde. Beim Hildebrand tue ich es.
Trotz hunderter Fernsehauftritte, der hautnahe Kontakt mit dem Publikum, den nur die Bühne bieten kann, hat Dieter Hildebrandt geprägt. Hier in der Schwabinger Lach- und Schießgesellschaft hat vor 60 Jahren alles begonnen. So, hier, das ist er. Sieht jetzt natürlich toll aus, wie ein Laden, der muss so aussehen, ein Kleinkunstladen muss so aussehen. Ich bin ja mindestens 20, 25 Mal am Abend bin ich im Jahr hier, auf dieser Bühne da. Und das ist immer voll, ist immer ausverkauft, das ist eigentlich toll. Ich wundere mich die ganze Zeit, so viele Jahre. Aber es ist halt der Anfang. Damals war die Bühne ja hier. Hier war die Bühne. Natürlich sind das die Zeiten, wo man das Gefühl hatte, dass man mit diesem Beruf irgendwo richtig liegt. Die Auseinandersetzung mit der Adenauer-Ära war der ideale Nährboden für die Kabarettisten der jungen Bundesrepublik. Es ist zum Schießen alles angerichtet, aufgestellt, geprüft, gerichtet. Ja, das können Sie vielleicht alles nicht so sehen, weil Sie haben meine Brille nicht, nicht? Das ist nämlich eine Spezial... Nur ist sie kaputt. Naja, das macht ja nichts. Das ist eine Spezialbrille, damit kann man 2 Jahrzehnte weitersehen. Ja, es ist also nicht die vom Innenministerium, die mit dem Genscher-Look, sondern das ist eine richtige... Immer hot, immer hot, immer hot, immer hot, im gleichen Schott und Trott. Her hopp, her hopp, her hopp, her hopp, im Galopp, im Galopp, im Galopp, im Galopp, im Galopp, im Galopp, im Galopp. Das wollte das gar nicht werden. Ich wollte ja zum Theater. Ich wollte Dramaturg werden. Und selbstverständlich wollte ich der berühmteste Regisseur der Welt werden. Das ist doch klar. Ich wollte natürlich Kortner und alles Mögliche werden. Und ein Schauspieler wollte ich auch werden. Und berühmt wollte ich. Ich wollte einfach zum Theater. Ich habe mit dem August Everding zusammen, wir waren befreundet und wir saßen zusammen im Seminar. Und eines Tages haben wir gesagt, was wird aus uns werden? Da sagt der Everding, ich will Intendant von den Münchner Kammerspielen werden. Da habe ich gesagt, ja, hochgegriffen. Und was willst du werden? Da habe ich gesagt, ich möchte einmal beim Portier in den Kammerspielen vorbeigehen und der ruft mich nicht, wer ich bin und lässt mich durchgehen. So. Und beides ist passiert. Ich hab da was mitgebracht, da schau mal her. Soll ich mich damit aufhängen oder was? Nein, hupfen mal. Was? Aber vor dem Publikum, ein bisschen hupfen. Was hast du? Ja, tu mal hupfen. Was hast du vor mit mir? Ja, hupf halt einmal. Ja, das habe ich noch nie gekonnt. Ja, jetzt. Sehr gut, bravo. Sehr gut, noch einmal weiter. Ja, aber vielleicht hinten rum, ja, hupf halt besser. Noch einmal. Wenn wir auf der Bühne gemeinsam waren, haben wir uns zum Beispiel beim Alkohol immer zurückgehalten. Wenn wir privat waren, haben wir ihm zugesprochen. Und beim Essen eben. Also wir haben eine gewisse Disziplin walten lassen gemeinsam. Wir waren dann immer, aber wenn wir sozusagen, wenn wir ein Brainstorming gemacht haben, dann haben wir dieses Storming entfacht mit ein bisschen Dampf. Also exorbitant diese Froschschenkel. Exorbitant. Wollen Sie mal probieren? Das sind Einheimische aus dem Donautal. Wird es aber nicht mehr lang geben. Weil wenn wir hier durch den Kanal durchgebrochen sind, bis Vilsbiburg, können Sie unsere Frösche vergessen. Und Importfrösche mag ich nicht. Ja, warum baut man dann den Kanal? Das ist doch völlig unrentabel. Das kommt sehr drauf an, für wen. Ich meine, ich persönlich, ich lebe nicht so schlecht. Und der Kanal, der nährt ein paar Dutzend Männer. Ja, das glaube ich schon, also ein Millionendefizit. Milliarden. Denken Sie ein bisschen großzügiger mit. Der Dieter ist jemand, der einen A, wie darf man das sagen, nicht auflaufen lässt. Wenn ich einen Text nicht kann, dann ist der Dieter der Letzte, der es einem merken lässt. Sondern er redet weiter, sodass der Zuschauer meint, es ist er auch dran. Also äußerst fair. Der Dieter ist auch ein Mensch, was ganz toll ist, eine Eigenschaft. Er ist auch ein guter Zuhörer. Der lässt dich ausreden. Gibt es auch nicht so viel. Ich meine, weiß ja nicht, wie ich bin, aber es gibt dann doch so Situationen, wo man zum Monolog neigt. Und der Dieter ist ein guter Zuhörer, fantastischer Zuhörer. Man hat immer das Gefühl, wenn man ihm was erzählt, dann ist das gut aufgehoben. Der Dieter verteidigt seine Freunde und er steht zu ihnen. Und das schönste Beispiel war, als ich verhaftet wurde, sollte ich am Tag drauf im Scheibenwischer spielen.
Und dann geht der Dieter ans Mikrofon im Scheibenwischer und sagt, ja, da, eigentlich müsste der Conny jetzt hier sein. Der Conny ist verhindert, großes Gelächter natürlich, war ja überall bekannt. Und dann sagt er, aber durch den Knast verliert man keinen Freund. Und ich war in meiner Zelle, ich hatte kein Fernsehen in der U-Haft, aber man hat mir das also so über die Zellenwände hinweg zugetragen. Und ich meine, das war natürlich für mich in der Situation so ein wunderbares Erlebnis. Was ist denn schon viel dabei? Was ist denn schon viel dabei? Einmal kurz nach oben. Einmal kurz nach oben. Und schon wieder eins, zwei, drei. Und schon wieder eins, zwei, drei. Stößt man zwei zu Boden. Wow. Ich glaube, ich bin eigentlich nie erzogen worden. Ich kann mit Messer und Gabel essen und ich weiß, das eine oder andere, Höflichkeiten, Floskeln, Wohlverhalten, red nicht mit vollem Mund. Alles das halte ich ein. Zivilisiert, Mitmenschen, nicht beschädigen und so, das alles. Aber dieses Zweifeln an dem, was ist und an dem, was mir als Erziehungsgrundlage beigebracht wurde, das hatte ich wohl schon von Kind an. Ich weiß nicht, von wem ich es habe, aber Sarrazin sagte, es wäre ein Gen. Vielleicht schlummert ein Gen von irgendwem in mir, ich weiß es nicht. Auch als Schauspieler hatte Hildebrand Erfolg. Zum Beispiel in Udo Wachtfeitels Kriminalkomödie Silberdisteln. Als ich damals Silberdistel dann doch so hoch besetzen konnte, auf einmal, das war als kleines Projekt nur gedacht, da fallen einem die Namen ein, die man kennt, die man mag und die halt im richtigen Alter sind. Und alles hat auf Dieter Hildebrand zugetroffen. Haben Sie was am Auge? Ist noch was reingekommen. Ich habe es mir zur lieben Gewohnheit gemacht, im Park auf einen Baum zu steigen. Aber das ist doch keine Schwäche. Das finde ich toll. Ich will jetzt mit Yoga anfangen. Besonders an gewissen Dienstagen. Ich muss schon sagen, Herr Scharnweg, Ihre Partys waren immer Deluxe. Was denn für Partys Deluxe? Nichts, Schätzchen, nichts. Was hat er denn da gemacht? Nichts. Ich habe es immer sehr genossen, wenn es auch manchmal etwas kalt war auf dem Baum. Aber beim letzten Mal war es etwas enttäuschend. Es war der Tag, an dem unser lieber Herr Nafziger von uns genommen wurde. Erinnern Sie sich? Dienstag. Ja, warten Sie. Dienstag. Ich weiß jetzt wirklich nicht. Sie wissen genau, wovon ich rede. Ich habe alles gesehen. Interessante Maske übrigens, Frau Denz. Oh, das ist nur meine balinesische Toten. Halt die Klappe. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich will meine 5.000 Mark zurück. 5.000? 3.000? 5.000. 2.000 Schweigeprämie. Meinetwegen hätten Sie jederzeit bei unseren Partys mitmachen können. Der Rudi war mal dagegen. Habt ihr denn da was Sexuelles gemacht? Mitnichten, Frau Tenz. Mitnichten. Also, 5.000 Mark oder ich gehe zur Polizei. Das war unglaublich angenehm. Völlig unprätentiös, angenehm. Ich habe ihm den Vorschlag gemacht. Er wollte sich gleich mit mir treffen. Wir haben uns getroffen in so einem Biergarten. Fand das Buch lustig. Und dann war das einfach ein völlig problemloses Arbeiten mit ihm. Ja. Gut. Da scheint es zu sein, oder? Seit Jahrzehnten steht Dieter Hildebrand jeden zweiten oder dritten Abend auf einer Bühne. Heute gastiert er in der bayerischen Kreisstadt Erding. Wer täglich so gefördert wird, muss einfach geistig jung bleiben. Ich war hier noch nie drin. Hallo. Das Wort vom Übervater einer ganzen Kabarettistengeneration hört Hildebrand nicht gerne. Ein väterliches Wort aber hat er für jeden parat, vom Bühnenarbeiter bis zum Tontechniker. Grüß Gott. Ich bin Sven, der Techniker. Hallo. Wichtigste Mann am Platz, der Techniker. Was für einen Stuhl soll man denn nehmen? Den da. Den da, oder? Der ja. Ist am besten, ja. Natürlich die anderen. Es gibt ja kaum einen, der wie er, wo sich wie bei Dieter Hildebrand alle
jungen Kabarettisten auch und alle, die mit ihm aufgetreten sind, zu ihm bekennen und auch sagen, dass er Vorbild ist, dass er so eine Art Meister für viele gewesen ist. Ich glaube, da ist er sowieso schon einzigartig. Ihm jetzt irgendeinen Orden zu verleihen, ich glaube, das will er gar nicht. Also er muss jetzt, glaube ich, nicht noch staatlich anerkannt werden, weil er ist so anerkannt bei denen es ihm sicher lieber ist, anerkannt zu sein. So, bin ich drauf? Nee, bin noch nicht drauf. Ah, wem gehört der Hund? Guten Tag, jawohl. Ja. So. Aha, hier ist es. Und Dieter, der ist eigentlich mit seinen, ich weiß nicht, ist er 84 oder 85, aber der ist so ein unglaublich junger Mensch. Ich kann mich an den Spruch erinnern, in irgendeinem Programm hat er mal gesagt, die Spießer werden immer jünger. Also bei ihm, er ist trotzdem, trotz seines Alters ist er nie spießig gewesen und ist ein unglaublich jungbliebender Mensch mit einem, ja, mit der Lust, auf der Bühne zu stehen und Sachen, die ihm nicht passen, zum Song, mit einem guten Witz, mit einem hohen Unterhaltungswert, ja, und einem hohen, mit einer ganz klaren Aussage, zu der er steht, ein Mensch, der einfach, der identisch ist zu dem, was er sagt. Am Himmel droben, in einer Ecke. Lena, grüß Gott. Jawohl, ich hab Hunde, Lena. Magst du was fressen? Ja, hat schon. Hat schon. Ist er Junge? Ah, ich bin drauf. Ist ein junges Mädchen? 10 Monate. Oh, ist schön. Mein Gott, ich habe zwei alte Hunde. Es war einmal ein Lattenzaun mit Zwischenraum hindurchzuschauen. Ein Architekt, der dieses sah, stand eines Tages plötzlich da. Er nahm die Zwischenräume raus und baute draus ein großes Haus. Ein Anblick grässlich und gemein. Drum zog es der Senat auch ein. Müsste gehen, ne? Passt schon, sagt der Bayer. Passt schon. Bernd Brecht und Kurt Tucholsky, Erich Kästner und Werner Fink, sie alle haben Dieter Hildebrandt beeindruckt und geprägt. Und dennoch ist alles, was er auf die Bühne bringt, unverkennbar Dieter Guten Tag, Hildebrandt. Hallo. Hoppala. Oh, Verzeihung. Hallo. So manche Pointe traf Empfindlichkeiten. Sender haben sich aus Gemeinschaftsprogrammen ausgeblendet, Bürgermeister sich geweigert, Säle bereitzustellen. Manche Kollegen murrten im Verborgenen gegen den Übervater. Aber dazugelernt haben sie alle bei ihm. Gut. Es gibt ja eine Fußballakademie und wahrscheinlich ein Mensch ärgert dich nicht, Akademie. Irgendwann wird es auch eine Kabarettakademie geben und da wird man das dann lernen müssen. Und da wäre Hildebrandt als Dozent angebracht? Ich glaube, dass er es nicht machen wird, ein Dozent, aber er wird gelernt werden müssen. Ob ihm das recht ist oder nicht, das hilft nichts. Sie kommen um ihn nicht drum herum. Dieter Hildebrandt füllt immer noch die Säle. Die meisten im Publikum könnten seine Söhne und Töchter sein, manche vielleicht schon seine Enkel. Nach 60 Jahren immer noch Lampenfieber? Ein gutes Anzeichen für Lebendigkeit, sagt man. Es warten 2 Stunden konzentrierte Wortakrobatik und geistvoller Witz. Aber auch 2 Stunden Sarkasmus und politische Stichelei. Eingepackt in das freundliche Lächeln eines modernen Aufklärers.